Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Hier bin ich wieder. An diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Zum Gottesdienst. Zur Erinnerung, wer wir wirklich sind. Wer bin ich wirklich? Bist du nicht der Christus? Bin ich nicht der Christus? Wer ist der Christus? Ist der Christus nicht die Stärke Gottes? Wollen wir uns heute nicht an die Stärke erinnern, dass die Liebe stark ist? Und weil die Liebe stark ist, braucht sie keine Verteidigung, braucht sich nicht zu wehren und ist total sicher. Kann der Christus nicht an dieser Welt vorbeigehen, ohne sich zu verteidigen, ohne anzugreifen? Der Christus ist stark und alle seine Entscheidungen basieren auf Stärke. Was ist wahre Stärke? Ist wahre Stärke nicht Wehrlosigkeit? Hat Jesus nicht Wehrlosigkeit uns gelehrt, unser Bruder Jesus, uns nicht zu wehren? Weil alles, was angegriffen werden kann, wo ich mich wehren kann, muss mit Schwäche in Verbindung sein. Was ist schwach? Ist nicht der Körper schwach, der dem Zeit der Zahn und dem Zahn der Zeit unterliegt? Der jederzeit angegriffen werden kann, der jederzeit zerstört werden kann und sterben kann. Willst du dich heute an den Körper erinnern und an seine Schwäche oder willst du dich an den Christus erinnern? An den Körper zu erinnern und an seine Schwäche ist, was Götzendienst ist. An den Christus zu erinnern, an deine wahre Identität. Mit dem du vollkommen an dieser Welt der Schwäche, der Formen vorbeigehen kannst, ohne darauf zu reagieren und vollkommen im Frieden zu sein. Das ist, was Stärke ist. In der Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. Muss ein Körper nicht falsche Sicherheit aufbauen? Geld, Häuser, Versicherungen, Beziehungen, Status, Macht, Erfolg, so wie man die Welt kennt. Ist das nicht alles, was Schwäche ist? Muss ich nicht das alles um mich herum aufbauen, weil ich mich innerlich schwach fühle, verletzlich fühle? Muss ich diese Dinge nicht ansammeln? Weil ich im tiefsten im Innern stecke mir der Schrecken in meinen Knochen. Ich könnte wirklich bedroht werden. Wirklich sterben. Ist das nicht die ganze Lehre der Welt? Alles endet im Tod. Wer bist du? Bist du ein Körper und schwach? Dann ist alles, was dieser Körper tut, Götzendienst? Oder bist du der Christus, der stark ist, nicht, sich nicht verteidigen muss? Was ist Versuchung? Versuchung ist doch nichts anderes, als mich als schwach anzusehen, als Körper anzusehen, mich verteidigen zu müssen. Führe mich nicht in Versuchung, mich falsch wahrzunehmen, als diesen Körper wahrzunehmen, der in jedem Moment verletzt werden kann, der in jedem Moment angegriffen werden kann, den sein Leben in jedem Moment enden kann.
sein kleines Leben in Raum und Zeit. Willst du das heute erinnern? Oder willst du dich an den Christus erinnern? Ewig leuchtend im Himmel. Völlig sicher, weil er in seinem Vater ruht. Als Geist, im reinen Geist Gottes. Der keine Abwehrbedarf, keine Sicherheit aufbauen muss. Sondern einfach sein kann. Einfach sein. Einfach sein, bist du jetzt einfach. Feierst du jetzt Gottesdienst im Einfachsein, wo dir nichts fehlen kann, wo alles bereits gegeben ist, wo Mangel unmöglich ist, Angriff unmöglich ist, Zerstörung unmöglich ist, sondern nur Liebe und Frieden weilt. Willst du diese Botschaft den Leidenden bringen? Bist du ein Diener Gottes? Dienst du Gott durch dein Beispiel? Bist du im Gottesdienst? Heißt Gottesdienst nicht, Gott zu dienen? Wie kann ich Gott dienen? Kann ich Gott dienen, wenn ich schwach bin? Wenn ich traurig bin? Wenn ich deprimiert bin, kann ich ihn dann dienen? Ist das, was Gottesdienst ist? Oder diene ich Gott durch meine Präsenz, durch meine Wehrlosigkeit, durch meine Furchtlosigkeit, durch mein Sein? Wie kann ich meinem Bruder dienen? Kann ich ihm überhaupt dienen, wenn ich schwach bin, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich traurig bin? Oder diene ich ihm, wenn ich erinnere, wer ich bin, wenn ich der Christuspreis bin, wenn ich göttliche Stärke teile, wenn ich diese göttliche Gelassenheit lehre, wenn ich geduldig bin, und gewiss, wer ich bin, ist Gottesdienst, doch diese Gewissheit zu teilen. Die Gewissheit, ich bin Christus. Gemeinsam mit meinem Bruder. Und wir zwei sind eins und können als eins nicht angegriffen werden. Brauchen uns nicht zu verteidigen. Und sind deshalb im Frieden. Wir können immer wieder zurückkommen, auf nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert, hierin liegt der Frieden Gottes. Das ist, was Gottesdienst ist, das ist, was die Erinnerung ist. Das ist, was wir üben, uns zu erinnern, heute, hier, gemeinsam, jetzt. Ist das nicht die Aussage von Jesus, und größere Werke wird ihr tun, als ich getan habe? In dem Christusgeist, in dem Geist der Stärke, in dem Geist der Wehrlosigkeit, in dem Geist, der wirklich Gott dient, der sich sagt, welche Wunder kann ich heute vollbringen? Vater, was möchtest du, dass durch mich heute getan wird? Vater, was möchtest du, dass heute durch mich getan wird? Was möchtest du, dass heute durch mich getan wird, Vater? Ist das nicht wahre Stärke? Wenn ich dem Vater erlaube, in mir zu wirken, durch mich zu wirken, durch mich die Stärke Christi, der Welt, meinen Brüdern, dem ganzen Universum zu zeigen. Danke für diesen Gottesdienst, für diese Erinnerung, dass wir nicht bedroht werden können, dass
deshalb uns nicht in die Sachen der Welt einmischen müssen, sondern einfach still und leise zu Hause sind, im Christus ruhen. Das ist für mich Gottesdienst, seine Stärke spüren, einfach ruhen und diese Stärke kommunizieren, lehren, diese Stärke sind. Danke, mein lieber Bruder, dass du heute dich für die Stärke entschieden hast, für den Gottesdienst, für den Christus. Und so wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag in dieser Erinnerung. In der Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. In Christi Stärke bin ich erlöst, hier und jetzt. Und ich umarme dich und sage dir Dank für dein Dasein, für dein Lehren, das die Welt so nötig hat. Und ich umarme dich und sage dir nochmals Danke. Ich liebe dich. Danke.